Herzlich willkommen, mein Name ist Thierry Metzner und in den nächsten paar Minuten werde ich Ihnen die ersten Schritte des Add-ons Lokalbeschriftung zeigen. Wir haben hier ein 3D-Modell, das in Allplan modelliert wurde und als 3D-Körper zusammengefasst wurde, also ein einziger 3D-Körper. Ich wähle nun die neue Funktion aus und setze einen Punkt im Grundriss ab. Noch sind Fragezeichen dort, weil er nicht weiß, was er beschriften soll. Er soll nun an dieser Position alle Elemente berücksichtigen und das Attribut OK beschriften. Wir sehen nun schon die Zahl. Ich möchte nun in der Darstellung noch weitere Optionen einstellen, einen Vortext zum Beispiel mit OK gleich und noch die Rundung und so weiter sauber positioniert. Ich schließe den Befehl ab und markiere mir einen nächsten Punkt und ich sehe nun, dass durch die schräge Platte hat er genau die richtige Höhe am entscheidenden Punkt aus dem 3D-Körper gemessen. Also das Add-on geht jeweils hin und untersucht genau den lokalen Punkt, den wir anklicken, was für Allplan-Elemente es dort hat. Wir können natürlich auch einen anderen Wert als OK beschriften. In diesem Beispiel nehmen wir mal die Unterkante des Elementes und somit wird auch gleich die Höhenquote der Unterkante beschriftet. Als nächstes gehe ich nun hin und erstelle nacheinander mit den genau gleichen Einstellungen verschiedene Höhenquoten und Sie sehen, somit wird immer die Unterkante sauber vom 3D-Körper beschriftet. Wie Sie es vielleicht von Allplan her kennen, würde das mit Architekturbauteilen auch mit der Allplan-Höhenquotenfunktion funktionieren, mit 3D-Körpern hingegen nicht wie in diesem Beispiel. Nun kopiere ich den Körper noch ein paar Mal auf dem Grundriss und muss somit die Position noch aktualisieren und alle Elemente werden nun somit auch wiederum sauber beschriftet. Abgesetzte Quoten können auch im Nachhinein modifiziert werden. In diesem Beispiel wollen wir nun bei der Formel auch die Zahl wiederum ändern auf OK. Sie sehen hier auch, dass alle Allplan-Formeln hier auch möglich sind, also auch Rechnungen sind zum Beispiel möglich, wenn Sie die Dicke anschreiben wollen. Und somit sind auch wiederum hier die Anpassungen schnell gemacht. In einem weiteren Beispiel möchten wir uns nun ein anderes Allplan-Element anschauen. Wir haben hier eine 3D-Fläche allgemein, also eine geschwungene Freiformfläche. Die lokale Beschriftung funktioniert hier nach genau dem gleichen Prinzip. Auch hier wird sofort die Höhe ermittelt und kann sofort angeschrieben werden. Im Prinzip wird immer von oben der Schnittpunkt ermittelt mit der Fläche und diese Variable wird dann angeschrieben. Ganz simpel und einfach. Die Texte könnten auch auf einem anderen Teilbild liegen. Sie müssten einfach bei einer Modifikation neu berechnet werden. Und jeder Punkt schaut wiederum, welche Höhe ist an diesem Ort und wird sofort wieder richtig angeschrieben. Das Ganze funktioniert auch wunderbar in Kombination zum Beispiel mit dem Add-on Baugrube oder mit der Kanalisation. Sie können hier auch wiederum die Funktion aufrufen und das Baugrubenmakro wird wiederum ganz normal beschriftet mit der Höhe, mit den Einstellungen. Sie haben hier auch die Möglichkeit, die Dimension zu ändern, die Rundung, die Nachkommastellen und die Hochzahlschreibweise. Und so sind auch sehr schnell sämtliche Höhen interaktiv von einem 3D-Körper in einem Makro drin sauber beschriftet. Höhen auch in einer schrägen Ebene, natürlich wie vorher schon gezeigt, funktionieren hier einwandfrei. Schauen Sie sich doch noch das nächste Video an. Wir zeigen Ihnen da, wie Sie mit der lokalen Beschriftung Neigungspfeile im Grundriss absetzen können. Eine sehr feine Sache.